Sie können Gedichte schreiben, Aufsätze, Fachartikel oder auch Computercode. Auf großen Sprachmodellen basierende KI-Systeme wie ChatGPT vollbringen erstaunliche Leistungen. Ihre Texte sind oft kaum von noch menschlichen Arbeiten zu unterscheiden. Doch was ist ChatGPT genau und wie funktioniert es? Also ChatGPT ist ein sogenannter Chatbot, also im Prinzip eine Software, mit der ich als Nutzer per Text in Kontakt treten kann, in Dialog. Und der Unterschied zu diesen Chatbots, die man jetzt schon kennt, zum Beispiel von Finanz Online oder auch der Stadt Wien, ist, dass ChatGPT ein viel umfassenderes Hintergrundwissen hat, also einen viel größeren Datenschatz, auf den es zurückgreift und dementsprechend nicht auch nur so banale Fragen zu Öffnungszeiten oder Hilfe, mein Internet funktioniert nicht liefern kann, sondern tatsächlich aus diesem ganzen Informationsschatz, den es hat, eigenständige Texte formulieren kann. Und zwar so, dass sie eigentlich vom Menschen schwer bis gar nicht zu unterscheiden und dementsprechend auch nicht zu erkennen sind. Künstliche Intelligenz hat in den letzten Jahren rasante Fortschritte gemacht, allerdings meist hinter den Kulissen. Wozu KI-Systeme inzwischen schon fähig sind, wurde vielen Menschen daher erst mit ChatGPT klar. Doch welche Chancen hat man jetzt mit ChatGPT, zum Beispiel auch an Schulen oder Universitäten? Genau, also die große Chance von ChatGPT ist einfach, dass man Aufgaben automatisieren kann, die halt mitunter sehr monoton waren oder wo man sich halt jetzt auch gerade im Hinblick auf die Schule fragen muss, wie pädagogisch wertvoll ist es, wenn man jetzt 10 Seiten auf eine Seite zusammenkürzt. Also das sind Aufgaben, die man einfach der Software anvertrauen kann, wo es wahrscheinlich auch niemandem schadet, wenn es die Software macht. Die Herausforderung wird allerdings für Pädagogen sein, das Ganze halt auch so dann in den Unterricht einzubinden, dass man zwar einerseits die Vorteile eben nutzt, was die Automatisation anbelangt, aber Nachteile wie eben, woher stammen die Quellen überhaupt? Wie valide sind die Angaben, die ChatGPT macht, dass man mit diesen Gefahren halt lernt, umzugehen und das auch zu erkennen? Dann ist eben der große Vorteil, dass ich eben eine Zusammenfassung aller Ergebnisse kriege und mich nicht mehr durch mitunter seitenweise Trefferseiten suchen muss. Ja. Doch Programme wie ChatGPT können noch viel mehr als nur Texte zu generieren. So kamen die Geschäftsführer des Wiener Kommunikationsbüros Gebrüder Pixel auf die Idee, eine Ausstellung mit Bildern zu machen, die rein von der KI hergestellt wurden. So funktioniert's. Im ersten Schritt gibt der Mensch einen Text ein. Dann spucken die Programme auf Basis dieser Informationen ein Bild aus bzw. malen dieses. So entstehen Text-zu-Bild-Kompositionen. Man schaut auf iPhone, lautet etwa die Anweisung für das Titelbild der Ausstellung. Wo endet echte Kreativität, wo beginnt Kopie? Fragen wie diese stehen im Mittelpunkt der Ausstellung, ebenso wie wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge. Man komme nicht umher, sich zu fragen, ob zukünftig Millionenjobs in der Kreativbranche in Gefahr wären. Denn wofür Illustratorinnen und Illustratoren Stunden und Tage brauchen, kann die KI in Sekunden generieren. Kann man denn hier noch von Kunst reden und geht da nicht die Kreativität verloren? Nein, ich würde sagen, es ist ein anderer Zugang zur Kreativität. Es ist quasi, man lernt neu quasi mit den Dingen umzugehen, man versucht sie mehr zu verstehen und mehr Inhalt reinzubringen und mehr im Konzept quasi in dieser Kreativität sich dann wiederzufinden, weil eben, es kann jeder das machen. Also das ist jetzt nicht mehr die Kunst dran, so quasi ein Bild zu generieren, sondern es geht mehr um das, was will ich damit erzählen, welche Geschichte ist es, und es ist immer noch ein riesengroßer kreativer Prozess. ChatGPT und andere KI-Systeme werden in Zukunft aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken sein. Und wir können definitiv gespannt bleiben, was noch alles durch die KI kreiert werden kann.